Arschengel. Für den, der Begriff noch nicht klar ist, ist nicht böse gemeint. Das sind wirklich Menschen, die nicht wissen, dass sie Engelfunktion haben. Das ist der Chef, das sind die mobbende Kollegen, das ist der laute Nachbar, das ist der nervige Sohn, die Schlampe von Tochter, die was immer nicht aufräumt. Ja? Natürlich der Partner, der die Erwartung nicht erfüllt, die Partnerin und so weiter und so weiter. Kann jeder sein. Und du bist es auch für irgendjemanden. Du kannst nicht vermeiden, für irgendjemand der Arsch zu sein. Dass sich irgendeiner an dir stört. Wie können wir das nutzen? Sehr einfach. Erstens, frage dich, welches Gefühl löst dein Knöpfedrücker Arschengel in dir aus? Es sind meistens drei. Oft ist es Wut und dann verpassen die meisten, wenn du wütend bist, wie schon mal gesagt, dann hast du auch Ohnmacht, du fühlst dich ohnmächtig. Einer sagt was, ja, und dir bleibt das Ding im Hals stecken und zwei Tage später fällt dir ein, das hätte ich sagen sollen. Ja, das war Ohnmacht, ja. Das steckt in uns drin. Das heißt, es wird akzeptiert werden, anerkannt werden, dass wir Ohnmacht und Wut und meistens Angst dahinter haben. Das ist das Geschenk. Der Arschengel hat es nicht verursacht, sondern ausgelöst. Er weist uns darauf hin, diese Energie ist seit 20, 30, 40 Jahren in dir. Kümmere dich endlich drum. Das ist das erste Geschenk. Zweitens, wenn wir es nutzen wollen, was genau stört dich an dem anderen? Das ist ein wunderbares Mittel zur Selbsterkenntnis. Was genau, welche Verhaltensweise und welche Eigenschaft? Nervt dich, stört dich, findest du doof. Es berührt dich irgendwie unangenehm. Also angenommen, seine Aggression zum Beispiel. Kaum ein Mensch liebt, mag sehr laute Menschen. Und dann darfst du zurückblicken in deine Kindheit oder wo immer, wo ein lauter Mensch war. Wie gesagt, der jähzornige Vater oder die jähzornige Mutter oder wer geschrien hat, der hysterisch rumgeschrien hat und du gesagt hast, möchte ich nicht sein. Ich will nicht laut aggressiv sein. Ich will nur brav und lieb und leise sein. Und das ist eine Lüge dann. Wir sind nicht nur lieb, brav und leise. Dann drücken wir das, was in uns Wut und Aggression ist, weg, weg, weg. Und dann muss ein anderer für uns aggressiv sein. Das heißt, der wütende Mensch in deinem Leben, besonders Sohn und Tochter, ist wütend für dich. Gefühle wollen nicht jetzt angriffsmäßig ausgelebt werden. Sie wollen schon gespürt werden und ausgedrückt werden, auch mal mit einem lauten, ich finde das hier jetzt scheiße. Das heißt nicht, du bist ein Arsch. Ich habe ein scheiß Gefühl. Das ist Ausdruck in der Gefühle. Aber dann heißt es, das verwandelt euch. Das heißt, auch dann hinsetzen und die Wut oder die Ohnmacht dahinter durchzufühlen. Die Wut und Ohnmacht des kleinen Kindes. Das ist unser Job. Aber wenn wir sagen, ich will das nicht sein, dann müssen es andere für dich sein. Zum Beispiel, fangen wir ganz einfach an. Wer mag keine unpünktlichen Menschen? Von euch bitte mal aufzeigen. Wer mag keine unpünktlichen Menschen? Na, du hast einen Termin, 2 Uhr, da kommt er 20 nach 2. Ne? Dieser Mensch möchte nur ein bisschen Aufmerksamkeit. Bekommt er auch. Aber du sagst zum Beispiel, hast dich entschieden, ich möchte immer pünktlich sein. Ich möchte die Erwartung von anderen erfüllen. Gehört sich einfach so. Das ist das Normalmensch-Erziehungsprogramm. Man tut das, man ist pünktlich und nie unpünktlich. Und wenn du da sehr schön diszipliniert gehst, dann wirst du Menschen anziehen, die genau das Gegenteil sind. Darum bin ich in Griechenland gelandet, wenn du in Griechenland dich um 2 Uhr verabredest und er kommt um 3:30 Uhr, dann ist das ganz normal. Die nehmen das ganz locker. Seitdem ich da bin, gehe ich halb so schnell. Also wenn ich heute Leute rasen gehe, sehe, wo laufen sie hin, wo laufen sie hin? Ja? Der einfache Fischer und Bauer, der arbeitet 12, 16 Stunden, ja, der Bauer, hat zwar 3 Stunden noch Mittagspause, aber der geht ganz gemächlich, aber kriegt in seinem Mädchengang viel geschafft. Sehr angenehm. Andere Dinge. Wer mag keine unordentliche Menschen zum Beispiel. Wer mag keine Menschen, die dauernd Unordnung schaffen, sondern Tochter, Sohn, Partner. Hm? Und wie oft regst du dich darüber auf? Jeden Tag. Jeden Tag. Ja? Über den Weg. Der Mann, der die Socken liegen lässt, wo er sie auszieht. Ja? Da hat man gerade aufgeräumt, die Tochter, die ihr Chaos auch im Wohnzimmer verbreitet. Die machen das für dich.
Weil der Betroffene sagt, die Frau oder der Mann, also bei mir, ich liebe Ordnung. Bei mir ist Ordnung ganz wichtig. Ne? Ich kenne Frauen, die räumen ihre Küche so auf und dann kommt der Mann nicht mehr rein in die Küche. Die bringen dem Mann auf dem Tablett das Ding ins Wohnzimmer, damit er die Küche nicht mehr sauber macht. Unglaublich. Ja? Warum machen die das? Weil sie ein Problem mit Unordnung haben. Das heißt, die Frage, zweite Frage stellen ist, bin ich vielleicht auch so? Und da sagt die Frau, unordentlich, nein. Sie übersieht aber was. Sie ist im Außen ordentlich, aber wie sieht es innen aus? Und wie sieht es im Keller aus, in den Kisten? Wie sieht es bei dir im Keller aus? Wie viele Kisten stehen da? Weißt du, was da drin ist? Wann hast du letztes Mal ausgepackt und gebraucht? Hm? Diese Kisten in deinem Keller ist das Symbol, dass, ja, die stehen für deine innere geistige Unordnung. Fang mal an, auszuräumen, abzuspecken. Tut gut. Wie sieht es in der Beziehung zum Partnerin aus? Wie sieht dein Gedankenstübchen aus? Das ist viel Unordnung. Ebenso Sauberkeit. Ja? Wenn Sauberkeitsfimmel da ist, ich grüße alle Sauberkeitsfimmelnden Frauen, das Gegenteil ist Schmutz. Und das ist in unseren Gefühlen da. Zum Beispiel Scham ist meistens mit Schmutz behaftet, wenn ich mich für etwas schäme. Das heißt, hier können wir hinschauen, dieser Partner. Die dritte Frage ist, wer in deiner Kindheit hat genau das Gefühl ausgelöst wie der Partner oder der Arschengel heute? Sohn, Tochter, Partner, wer? Fällt spontan, 9 von 10 fällt sofort ein. Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Oma, Opa. Genau, da bist du bei der Wiederholung. Heißt, das Leben schickt dir heute aktuelle Menschen, im Beruf oder privaten, die das Thema, was dir damals in Kindheit und Jugend untergekommen ist, Kränkung, Enttäuschung, Ausgrenzung, und andere Dinge, verlassen sein, nochmal hochholt. Damit sagt, das Leben sagt, bitte heil das, bring das in Ordnung, fühle die Gefühle, verzeih dir selber, was du dir vorgeworfen hast, mach Frieden in dir, mit dieser Energie, mit den Menschen von damals, und die Arschengel werden weniger.